Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Project Cars. Verrückt wie eh und je. Ja, eigentlich gar nicht, aber die Karre ist schon ziemlich verrückt. Wir sind auf dem Hockenheim und Hockenheimring und fahren mit dem Ruf CTR 3 durch die Gegend. Brachialste Turbolader PS Power, die können wir uns mal eben angucken, wie viel da so bei rumkommt. Fahren wir direkt los hier. Mit diesem riesigen Drehzahlmesser vor unserer Nase. So, das sind über 750, 760 PS, die hier ankommen. Und das ist natürlich schon ein Spaß, das macht eine Heidenlaune. Den hatten wir schon mal auf Bathurst, glaube ich. Aber gucken hier nochmal, was er kann. Sehr, 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 sehr schneller Straßenwagen auf jeden Fall, Project Cars. Deswegen auch genau meine Kategorie. Hockenheim in der nationalen Variante hier. Ich glaube, ich noch gar nicht gefahren bin. Oh, können wir das mal eben wieder ausmachen hier. So. Sehr schön zu bewegen, der Kollege. Ich wollte ihn erst gegen die KI fahren, weil jetzt im Update wurde die KI mit diesem Fahrzeug deutlich verbessert. Aber das ist noch so... Naja, es ist noch nicht so gut wie in der GT3 oder in der Gruppe 5, wie wir das da gesehen haben. Das war schon recht anständig gestern. ...180, 200, 220. Es geht einfach so krass schnell. Vorsicht! Driften im zweiten Gang ist natürlich auch problemlos möglich, im dritten auch. Und ja, es ist ein Ruf. Es ist kein Porsche mehr, wenn es ein Ruf ist. Das ist auch unser Glück. Die Porsche-Lizenz wird nämlich, glaube ich, von, also nicht Electronic Arts, ne, für Need for Speed wird die festgehalten. Seitdem Need for Speed Teil 5 Porsche Unleashed, glaube ich. So, und die darf halt, diese Marke Porsche darf in keinem anderen Rennspiel auftauchen. Sofern die nicht ordentlich Asche für die Lizenz bei EA bezahlt, denke ich doch mal, ne, für die Verwendung von solchen Sachen. Ja, und da gibt es aber glücklicherweise Ruf. Das ist nämlich eine eigene Firma, eine eigene Fahrzeugmarke. Die nutzen zwar Porsche-Fahrzeuge als Basis, aber verändern so viel, dass sie da direkt einen neuen Namen ranklatschen und das eigentlich auch kein Porsche mehr ist. Sondern nur noch quasi optisch, was mit Porsche gemein hat. Wie bei Mercedes-Benz, die haben zwar AMG, das ist dann Mercedes-Benz AMG, das ist der Haus- und Hof-Tuner quasi. Wenn das aber nach Bottrop geht und bei Brabus landet, dann ist es nun mal ein Brabus. Und dann nehmen die auch eine S-Klasse als Basis, hauen da 700, 800 PS rein und dann ist es ein Brabus Rocket oder ich glaube, das war der CLS, ne? Der Rocket. Egal, abartige Dinger, die da in Bottrop bauen. Für die wohlbetuchten Scheichs. Hä? Wohlbetucht, weil die ja immer so ein Gewand anhaben, ne? Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Eine Burka ohne Kopfbedeckung. Oh, jetzt sind wir ein bisschen spät immer. Und deswegen heißen die Dinger ja nun mal auch Ruf und nicht Porsche 911 GT2 Ruf Edition oder was weiß ich. Aber wie gesagt, ist ja nur unser Glück. Sonst hätten wir in Forza, in Gran Turismo, nirgendwo. Die schönen Sportwagen mit dem Heckmotor.
Es ist natürlich mit Porsche zu vergleichen, gar keine Frage. Antrieb hinten, Motor hinten, viel Power, viel Drehmoment. So, und ihr seht ja in der Mitte die Anzeige. Drehzahlmesser und dann das Display. Das Drehzahlmesser. Hehe. Und da gibt es ja diesen Balken, der sich füllt. Da steht Ladedruck drauf. Ich glaube, den können wir in der Box noch hochschrauben. Ich fahre gleich mal in die Box, dann gucken wir uns das mal an. Und dann können wir da noch ein bisschen mehr Leistung rauskitzeln, glaube ich. Man kann ja in der Box den Ladedruck verändern beim Fahrzeug-Setup. Im Fahrzeug-Setup. Hat uns gerade der Chef von Ruf, hat uns hier den Schlüssel gegeben, meinte, hier, teste mal, ne, fährst du mal den Ruf und so, ist die Box hier eigentlich. Und jetzt sagen wir ihm, ja, war ja ganz toll, aber hat ein bisschen wenig Leistung. Ich will auch mal wissen, was komplett so geht und ich hoffe, ich blamier mich jetzt nicht und das geht gar nicht. Ah, ja, toll, jetzt habe ich mich auch noch gedreht. So, jetzt fahren wir einfach mal hier rein, pseudomäßig. Ja, und machen hier schließen. Hier übernimmt die KI übrigens so und dann tun wir so, als würden wir in die Box gegangen sein, gefahren sein. So, und jetzt gucken wir eben hier im Tuning-Setup. Das ist alles noch ein bisschen unübersichtlich, da wird auch gerade noch dran geschraubt. Wir gehen hier mal eben hin und... Nein! Man kann den Turboladendruck nicht verändern, das gibt's ja gar nicht. Dann ist die Anzeige echt nicht ganz voll. Scheiße, ey, ich glaube, dann habe ich das verwechselt mit dem Gumpert Apollo. Das ist übrigens die KI, die gerade hier rausgefahren ist. Die kann man deaktivieren per Tastendruck. Ach, ärgerlich. Ja, okay, dann hat er wohl doch genug Leistung. Ich meine, ist ja auch nicht so, als ob es mit dem Driften nicht klappt. Kommt aber auch vielleicht noch. Sowas ist natürlich nachträglich möglich. Aber ihr seht, der Ladedruckbalken in der Anzeige ist jetzt schon am Ausschlag da, also jetzt am Maximum, der läuft nicht ganz voll. Jetzt haben wir natürlich neue, frische, kalte Reifen, aber nicht mehr lange, zumindest hinten. Ein bisschen schnell. Hat aber auch fantastische Bremsen. Und eine fantastische Gasannahme. Selbst im dritten Gang bei 3000 Touren noch genug Drehmoment, um da nochmal irgendwie die Räder zum Durchdrehen zu bringen. Auch wenn ich jetzt natürlich super unsauber gedriftet bin. Aber das kennt ihr ja von mir. Ja, ich kann leider nicht den Rennmodus starten. Kann ich wohl starten, aber da schmiert's nach einer Runde, ist es gerade direkt abgestürzt. Und dementsprechend gibt es keine Wiederholung, die ihr gerade sehen könnt. Das habe ich ja schon mal erklärt. Dass man das dann so schlecht aufnehmen kann, beziehungsweise gar nicht aufnehmen kann, weil nur bei einem Rennen, bei einem abgeschlossenen, eine komplette Wiederholung gespeichert wird. Alles noch verbuggt, alles noch Work in Progress und Pre-Alpha-Status und hast du nicht gesehen. Aber
ihr dürftet gleich trotzdem eine schöne Runde in der Streckenkamera sehen. Eigentlich wie immer üblich am Ende meiner Videos. Ist auch für die ganz schön, die nicht die deutsche Sprache sprechen. Davon gibt es auch so ein paar. Auf Abgefahren. Als abgefahren Abonnenten, die auch regelmäßig gucken und so. Und da frage ich mich immer, Alter, was gucken die denn? Ich gucke mir auch keinen an, der Spanisch spricht. Außer er fährt gut, aber das tue ich ja jetzt nicht unbedingt, ne? Naja, ist egal. Auf jeden Fall für euch und für die und für jedermann gibt es am Ende dann immer die obligatorische Runde in der Wiederholung. Wenn es denn klappt, wenn nicht, seid mir bitte nicht böse. Ich versuche es jedes Mal. Ja, das war klar. Irgendwie ist das Zurückschalten noch nicht ganz rund. Das muss man ausprobieren. Muss man da selber noch ein bisschen Zwischengas geben? Ja, der gibt nicht perfekt Zwischengas. Das war jetzt besser, da habe ich ein bisschen Gas gegeben beim Runterschalten. Ganz minimal aber nur, sonst geht er direkt in den Begrenzer wahrscheinlich. Ich sollte das mit dem Driften lassen, das wirkt, also das geht nicht so schön sauber, noch nicht. Aber man merkt von Bild zu Bild, von Patch zu Patch, von Update zu Update, es wird immer besser, es wird immer kompletter. Das hat man ja auch mit der KI generell, in der GT3-Klasse funktioniert das ja schon richtig schön. Aber auch Gruppe 5 und DTM war ich jetzt recht zufrieden mit. Außerdem der neue Frontantrieb bzw. die Fahrwerksänderung am Renault Megane S und am Focus RS auch sehr schön gelungen. Es lässt hoffnungsvoll Richtung März blicken. Ah, verdammte Axt! Oh, mal gucken, was er von 0 auf 100 schafft. Wir können uns ja auch mal ein bisschen von außen angucken. Das habe ich ein bisschen wenig gemacht, das gebe ich ja zu, ne? Klingt schon mal gut. Gefällt mir richtig gut. Hör nochmal genauer hin. Ah, und das Schöne ist, wenn du bei Project Cars hier reinguckst, dann siehst du halt auch hier die Federung, ne? Und es ist ein bisschen schöner gemodelt. Guck mal, wie detailreich der Motor gemoddet ist, in Anführungszeichen. Es ist natürlich nicht komplett gemoddet, aber da sieht man doch schon einiges an Detail hier. Getriebe und so wahrscheinlich. Ich kenne ja auch nicht alles. Das sieht in Assetto Corsa schon ein bisschen anders aus, ne? Da gehst du unter der erste ja, Metallschicht, Karosserieschicht und dann hast du einfach nur die matschigsten Texturen, die man sich vorstellen kann. So, und ich würde sagen, wir beschleunigen einfach mal. Sind wir im ersten Gang? Nein. Jetzt. Und wir beschleunigen einfach mal raus hier. Oh
gucken, wo wir landen. Ach du Scheiße, sind schon auf dem Gras. Nee, dann machen wir nochmal ein richtiges 0 auf 100. Ihr könnt ja die Zeit stoppen. Ich fahr einfach mal los. So, natürlich. Ja, ich glaube, den Start habe ich ein bisschen verkackt. Aber der zweite Gang ging nochmal richtig gut ab. Wir machen das Ganze nochmal mit etwas mehr Turbo. 100. Ja, ich weiß nicht, wie schnell es war. Es ist super schnell. Das dürfte auf jeden Fall 3 Sekunden irgendwas sein. 3,9 oder so bestimmt. Weil die Traktion ist ja jetzt auch nicht die beste. Na! Oh! Jawohl, Burnouts im dritten Gang. Fast den Motor abgewürgt. So, jetzt mal wieder zivilisiert noch eine Runde fahren und dann war es das auch schon wieder. Mit dem Spaß vom Mockenheim. Deutsches Auto, deutsche Strecke. Was will man mehr? Nein, Quatsch. Doch mal hier durchdriften und dann geht's nicht, dann geht's nicht. Er hat auch einen sehr geringen Lenkwinkel, muss man ja ganz ehrlich sagen. Da frage ich mich, ob das so realistisch ist. Aber dafür kenne ich mich auch viel zu wenig mit Roofs aus. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn da auch nach Spielrelease per DLCs oder so noch einiges an Roof nachgeschoben wird. Ich sag nur Roof Yellowbird. Das wäre schon ein echter Traum. Den in so schöner Grafik über die Nordschleife zu pesen. Ebenso aus dem Handgelenk geschüttelt. Ja, eine sehr große Spaßmaschine auf jeden Fall, die richtig nach vorne treibt. Der Lufthutze auf dem Dach. Können wir uns auch mal eben angucken. Da ist das gute Ding. Eine Wurst aus Karosserie. Eine Karosseriewurst. So, eine Runde machen wir jetzt noch, eine schöne. Und dann ist aber auch gut gewesen. Es macht wirklich Spaß, merkt ihr selber, ne? Naja, eine mehr oder weniger schöne. Aber Reifentemperatur ist gerade gut. Bisschen verbremst hier, scheiße. Da wollte ich zu viel. Ich habe gedacht, komm, ein bisschen geht ja noch, ein bisschen mehr als 250. Kriegen wir noch hin. Pustekuchen. Oh, und jetzt ist vorbei hier. Konzentration weg oder was? Oh, hier auch zu schnell. Was ist denn jetzt los?
Ja, ja, wenn man in Gedanken ist, ne? Man sollte sich auf das konzentrieren, was man macht. Das so toleriert wird. Ich bin mir nicht sicher. Ich sage danke fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns in der nächsten Folge Project Cars. Hier geht's zur Wiederholung. Tschüss. Thank you.